Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, verehrte Greichtaler, meine sehr geehrten Damen und Herren. Greichtal ist eine spannende Stadt und das nicht erst in Zeiten von Corona. Ein digitaler Neujahrsempfang. Wer hätte vor einem Jahr geglaubt, dass sich die Welt im März 2020, nur zwei Monate nach dem letzten Neujahrsempfang, um 180 Grad wandeln wird? Doch sind wir nicht traurig über das, was war? Blicken wir zuversichtlich und voller Hoffnung auf alles, was kommt? Und das ist eine ganze Menge. Höhepunkt des Jahres 2021 ist das große Stadtjubiläum, 50 Jahre Stadt Greichtal. Hier in Menzingen kamen am 15. Januar 1971 fast alle Ratsmitglieder der beteiligten Gemeinden zusammen, nachdem sich die Bürgermeister bereits Ende 1970 für einen Zusammenschluss ausgesprochen hatten. Amtsrat Walter Schmid aus Oberacker fasste die Gründe, weshalb sich die Gemeinden zusammenschließen sollen, in einem Vortrag zusammen. Wachsende Anforderungen an eine moderne Verwaltung, neue Aufgaben im Bereich Schulen oder Sportstätten und die Wasser- und Abwasserversorgung, diese Themen standen im Mittelpunkt. Offene Fragen waren: Soll ein zentrales Rathaus gebaut werden? Nach welchem Modus soll der Gemeinderat gewählt werden? Welche Wünsche in Form von Baumaßnahmen und Infrastruktur haben die Orte an die neue Stadt? Zahlreiche Sitzungen später war es soweit. Die Stadt Greichtal wurde am 1. September 1971 gegründet. Namensgeber war der Greichbach. Als erster Bürgermeister wurde im Dezember 1971 Berthold Zimmermann aus Rußheim gewählt. Wohin mit dem neuen Rathaus? Ursprünglich sollte das neue Rathaus im Gewerbegebiet Münzelsheim-Ost gebaut werden, doch eine entsprechende Ausschreibung zeigte, der geplante Neubau war nicht finanzierbar. Der Standort hier im Zentrum Münzelsheim war besser geeignet, da dieser durch ein Sanierungsförderprogramm mit rund 1 Million D-Mark und damit einem Drittel der Baukosten bezuschusst werden konnte. Die Grundsteinlegung erfolgte 1976 und bereits im Mai 1977 konnten die Bürgerinnen und Bürger ihr neues Rathaus besichtigen. Greichtal ist mit einer Fläche von 80,5 Quadratkilometern die größte Flächenkommune im Landkreis Karlsruhe. Mit 3.500 Einwohnern ist Unterövisheim, wo ich mich nun befinde, der größte Stadtteil Greichtals. Hier hätten wir unter normalen Umständen unseren Neujahrsempfang in der Mäzweckhalle gefeiert. Und dies mit gutem Grund, denn 2021 feiern wir nicht nur 50 Jahre Stadt Greichtal, wir feiern ebenso 1250 Jahre Övisheim, Unterövisheim und Oberövisheim wurden im Jahre 771 erstmals urkundlich im Loscher Kodex erwähnt. Bis 1277 gehörten die beiden Orte zusammen. Sie wurden zu diesem Zeitpunkt als Owensheim Inferius bzw. als Owensheim Superius bezeichnet. Heute befinden sich in Unterövisheim zwei Kindergärten, eine Grund- und eine Förderschule, ein Kulturtreff, ein Gewerbegebiet, der Bahnhof sowie ein Hotel und einige Geschäfte für die örtliche Nahversorgung, um nur ein paar wichtige Einrichtungen der Infrastruktur hier zu nennen. Rund 25 aktive Vereine gestalten das Leben dort tatkräftig mit und schaffen für Jung und Alt zahlreiche attraktive Angebote.
Für die Zukunft wünschen sich die Unterövisheimer Bürgerinnen und Bürger insbesondere eine Verkehrsentlastung mittels eines Durchfahrtsverbotes für den Schwerlastverkehr und den Ausbau der sogenannten Querspange, eine neue Querverbindung zwischen der L554 und der B35 zwischen Kraichtal und Heidelsheim, wäre dies möglich. Hierfür setzen sich Gemeinderat und Verwaltung seit vielen Jahren ein. Erst vor wenigen Wochen habe ich eine entsprechende Resolution unterzeichnet, um den Ernst der Lage erneut zu demonstrieren. Die Umsetzung liegt in der Hand des zuständigen Regierungspräsidiums Karlsruhe. Ich wünsche der Stadt Kraichtal und ihren Bürgerinnen und Bürgern, dass die Entlastung bald genehmigt und umgesetzt wird. Oberövisheim mit seinen gut 2000 Einwohnern, auch dieser Stadtteil, kann auf eine positive Entwicklung zurückblicken. Ein Kindergarten sowie eine Grundschule mit städtischem Betreuungsangebot schaffen gute Voraussetzungen für junge Familien. Das Vereinsangebot umfasst sowohl sportliche als auch kulturelle und musikalische Angebote. Weiter verfügt Oberövisheim über einen Bahnhof. Der Stadtteil Oberövisheim hält außerdem zahlreiche Familienangebote wie die Sternwarte, eine Eselranch und Malworkshops unter dem Motto Kinderart bereit. Oberövisheim steht insbesondere auch für Naherholung, eine Grillhütte sowie der Pfannwaldsee mit einer kleinen Naturkneipanlage, Laden zum Wandern und Verweilen ein. Ob die geplanten Feierlichkeiten des Övisheimer Jubiläums stattfinden können, wissen wir noch nicht. Dennoch gratuliere ich den beiden Stadtteilen ganz besonders zu ihrer Entwicklung und zu diesem besonderen Geburtstag. Ich danke allen, die sich in der Planung dieser Stadtteiljubiläen engagieren. Nicht unerwähnt darf ein weiteres Jubiläum bleiben, das wir im Jahre 2021 begehen dürfen. Wir feiern 25 Jahre Stadtbahnanschluss. Seit dem 1. September 1996 fährt die Karlsruher Bahn bis nach Menzingen. Von der Nebenbahn zur Stadtbahn. Dies war und ist ein herausragender Erfolg Kraichtals in Sachen ÖPNV. Seitdem ist die Anreise aus Karlsruhe oder Bruchsal besonders bequem. Heute fährt die S32 entlang des Kraichbachs über Unterövisheim, Oberövisheim, Münzesheim nach Guchsheim und weiter nach Bahnbrücken und Menzingen. Die Stadtteile Neuenbürg, Oberacker, Bahnbrücken und Landshausen sind durch Buszubringerlinien mit der Hauptstrecke verbunden. Werte Bürger, um auch dieses Stadtbahnjubiläum würdig zu feiern, haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht. Freuen Sie sich auf eine schöne Aktion unseres Stadtmarketing-Teams, welche von April bis September stattfinden wird. Bahnbrechend, wenn Sie so wollen. Aber mehr verrate ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Heute hat sich Kraichtal zu einer Stadt mit 15.000 Einwohnern entwickelt. Noch immer bieten wir eine gute Infrastruktur in jedem der neuen Stadtteile. Hinter mir sehen Sie zum Beispiel die Gemeinschaftsschule in Münzesheim, die größte Infrastrukturmaßnahme, welcher der Gemeinderat seit Bestehen der Stadt Kraichtal auf den Weg gebracht hat. Seit diesem Jahr ist die Schule inklusive Mensa in Betrieb. Ein ausgewogenes Raumprogramm und eine gelungene Einbindung in die Landschaft sowie ein engagierter Lehrkörper, der das Bildungskonzept der Gemeinschaftsschule tagtäglich lebt, sorgen dafür, dass Schülerinnen und Schüler hier in einer bestmöglichen Atmosphäre Bildung erleben und für die Zukunft vorbereitet werden. Kinderbetreuung,
Hallen, ein reges Vereinsleben, Bus und Bahn. Kraichthal ist für viele Menschen zur Heimat geworden und dies wird auch so bleiben. Für das Jahr 2021 wünsche ich Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, natürlich Gesundheit. Ich danke allen, die sich engagiert für das gesellschaftliche Leben Kraichthals einsetzen und durch unsere Stadt Profil und Herzenswärme verleihen. Ich danke auch den Gemeinderäten, die sich kommunalpolitisch für die Belange Kraichthals einsetzen. Kraichthal, 9 Stadtteile, meine eine Heimat. Dies ist das Motto unseres Stadtjubiläums. Wir haben vieles geplant, Bürgerdialoge, eine Jubiläumswandertour für Jung und Alt und Anfang September ein großes Festwochenende, um nur ein paar wenige Aktionen herauszugreifen. Was wir wie umsetzen können, bleibt abzuwarten, wie sich die Corona-Pandemie entwickelt. Dennoch ermutige ich Sie schon heute, bringen Sie sich ein und machen Sie mit. Liebe Bürgerinnen und Bürger, was wäre ein Neujahrsempfang ohne Neujahrsbrezel? Auf eine klassische, große Brezel müssen wir in diesem Jahr leider verzichten. Um Ihnen dennoch ein bisschen Neujahrsfeeling nach Hause zu bringen, haben wir im vergangenen Mitteilungsblatt, welches an alle Haushaltungen ging, einen Gutschein über eine Brezel integriert. Sie finden diesen auf derselben Seite, auf der wir Sie zu diesem virtuellen Neujahrsempfang eingeladen haben. Den Gutschein können Sie bis Ende Januar in den Bäckereien Vöckler in Guchsheim, Menzingen und Münzesheim und Unteröbesheim einlösen, sowie bei der Bäckerei Martin in Bahnbrücken und Menzingen und bei der Bäckerei Pfeiffer in Landshausen, Neuenbürg und Oberöbesheim. Eine kleine Geste der Stadt Kraichthal, um Sie auf unser großes Jubiläum einzustimmen. Ich danke den teilnehmenden Bäckereien für ihr Mitmachen und freue mich daher, wenn Sie von diesem Angebot Gebrauch machen. Im Mitteilungsblatt auf unserer Homepage sowie über unsere Bürger-App, die wir im Frühjahr 2021 ganz neu zum Download bereitstellen werden, halten wir Sie über das Stadtjubiläum und anstehende Aktionen auf dem Laufenden. Außerdem werden wir einen Flyer zum Jubiläum auslegen. Liebe Kraichthaler, Aktionen und Feierlichkeiten sind das eine. Doch Heimatgefühl beginnt im Herzen. Dort, wo sich Menschen auf ihre Stadt einlassen, sich engagieren, Wir-Gefühl verbreiten auf vielfältige Weise. In der Nachbarschaft, in Vereinen und Schulen, in der ganzen Stadt. Jeder Einzelne kann und sollte hier dazu beitragen. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute.